das habe ich gelernt daraus, nie wieder das einem anderen Menschen oder für einen anderen Menschen etwas mache, was in meine eigene persönliche Privatsphäre hineingeht, in meinen eigenen Körper, in mein eigenes Grundgefühl, meine eigene Psyche. Weil wenn dir jemand sagt, du bist nichts, du kannst nichts, dann muss man das wirklich weiter überdenken und letzten Endes sich auch vielleicht professionelle Hilfe nehmen. Theresia Fischer, und ich freue mich sehr darauf, dass du bei uns bist. Ich kenne dich, wie viele wahrscheinlich auch, die Germany's Next Topmodel damals geguckt haben, 2019. Daher bist du mir, obwohl ich das gar nicht so viel gucke, aber man kam gar nicht dran vorbei, weil es war laut um dich, um deine Person. Und wir freuen uns deshalb, so dass du hier bist, weil du nämlich ein Mädel aus unserem Sendegebiet bist, aus Sachsen-Anhalt, aus Zeitz. Und in Treußig ist sie zur Schule gegangen. Und alleine dafür gibt es schon mal einen riesen Applaus. Theresia Fischer ist bei uns. Das war damals wirklich eine Staffel mit dir. Also Germany's Next Topmodel ist nicht so unbedingt jetzt meins, was ich immer gerne gesehen hätte, aber du bist mir aufgefallen und ich bin dran geblieben und konnte dich überhaupt nicht einordnen. Ich konnte dich, du warst wahnsinnig unterhaltsam, du warst eines der Models, du bist erstaunlicherweise auf Platz 11. Auf den 11. Platz bin ich gekommen. Genau, und dann raus und dachte ich, wieso, die ist doch am auffälligsten von allen eigentlich. Ja? Das war, also diese Zeit von Germany's Next Topmodel hat mich schon sehr geprägt. Auf der einen Seite muss man natürlich dazu sagen, mir war es immer wichtig, ich war ja damals 26 und für die damaligen Verhältnisse 2019 eine der Ältesten. Heute ist das ja alles anders, aber damals war das ja, so. Stimmt. Ich dachte mir, oh Gott, ich bin eigentlich schon ziemlich alt. Wollte aber mein Studium zu Ende machen und dann erst damit hineingehen. Und bin auch mit sehr wenig Erwartungshaltung, so ähnlich wie auch du das erzählt hast, hineingegangen und habe gedacht so, Mensch, ach, Selbstwert war bei mir auch zu dem Zeitpunkt sehr gering. Schaffst du das eigentlich überhaupt? Kannst du das? Und wie du schon sagtest, das Bunte, dieses Auffällige, das ist ein großer Teil meiner eigenen Persönlichkeit. Ich habe auch über die Jahre gelernt und weiß auch, dass es eine Art auch eines Schutzschildes ist. Ich aber mit diesem Schutzschild mittlerweile umzugehen weiß. Also das mit dem Selbstwertgefühl, das ist tatsächlich das, was mir selber auch aufgefallen ist bei dir, weil ich dachte, da, weil du bist dann zum Finale tatsächlich nochmal erschienen, das wird ja immer riesig groß Das war gemacht. Mein Finale, ja. Das war, und du hast da dann deinen damaligen Ehemann geehelicht und da war ich wusste gar nicht, ich war eigentlich auch so ein bisschen schockiert. Dass, also, ich im Nachhinein jetzt auch. Ja? Definitiv. Würdest du sagen, das war nicht die allerbeste Idee? Nein, also ich würde jeden Menschen davon abraten, im Fernsehen zu heiraten, macht bitte diesen Fehler nicht, so wie ich. Ich habe das getan. Ja, sieht ja auch ein bisschen aus, als wüsstet ihr auch gar nicht, ob das jetzt die richtige Idee gewesen ist. Das war, wie soll ich sagen, ne? Ich bin damals rausgegangen als Elfte und war selbst schockiert in dem Moment, dass ich rausgeflogen bin. Man muss sich vorstellen, ich, die älteste Kandidatin, habe immer gute Leistung gebracht, außer an dem Tag war das Thema Tanzen. Ja, ich bin ein Körperklaus. Ja? Also Tanzen, ja, ich kann mir Schritte merken, aber ich habe noch niemals in meinem Leben Tanzkurs besucht. Und dann stand ich da mit der Jüngsten. Und dann bin ich rausgeflogen. Und naja, das ist wichtig zu wissen. Die wussten ja damals schon mit meinen Beinen Bescheid. Thema Beinverlängerung. Und als ich dann rausgeflogen bin und auch der Zuschauer gar nicht so richtig verstanden hat, warum ist sie jetzt eigentlich rausgeflogen, obwohl sie doch vorher immer ganz gut war. Und die andere, gegen die ich stand, war eigentlich nicht so gut. Das konnte der Zuschauer nicht verstehen. Ich wusste aber den Hintergrund dessen. Und dann kam die Idee der Produktionsfirma relativ schnell. Mensch, ihr wollt doch sowieso heiraten. Warum wollt ihr das nicht öffentlich machen? Und Heidi Klum, traut euch. Ich sag so, Mensch, ja. Hat die gesagt? Die hat's getan. Die hat's getan. Die hat sogar getan. Die hat's getan. Wie, was aber hat die getan? Die hat mein Ex getraut. Heidi Klum genötigt. Hat es getan. Sie hat sie getraut. Ja, natürlich war das. Natürlich und Thomas Gottschalk war der Trauzeuge. Wie macht die das denn? Thomas Gottschalk, der war auch also, ganz verwundert in dem Moment. Ja. Ich habe noch seinen Blick gesehen. Man kann sich von Heidi Klum eben. Das ist so ihr zweites Standbein, falls es mit dem ersten alles nicht möglich wissen wir doch. Aber pass auf, ich möchte gerne auf eine ganz andere Geschichte sprechen. Du warst am Anfang nicht da, pass auf. Also, du hast es gerade so, du hast es schon angesprochen, deine Beinverlängerung. Das ist ja eigentlich das Thema, wo du auch
über diese Topmodel-Geschichte hinaus lange Zeit, also wirklich auch ein Thema warst und wo auch alle Menschen immer noch bist, auch schockiert waren eigentlich. Und ich glaube, jeder, der das mitbekommen hat, hat sich vor Schmerz eigentlich auch gekrümmt. Du hast dir im Laufe von 7 Jahren deine Beine 14 Zentimeter länger machen lassen. Ja, genau. Wir hören es jetzt schon. Oh, und ja, das ist die Reaktion kann ich verstehen. Ich bin mal an den Hüften operiert worden, also ohne, dass ich das gewollt hätte. Und meine Beine sind auch durchtrennt worden. Und ich werde diese Schmerzen in meinem ganzen Leben nie wieder vergessen. Und fragte mich immer, wie kann man das freiwillig? Du warst 1,70 Meter. Ich war 1,70 Meter. Was, das ist für eine Frau nicht klein. Ja? Der Durchschnitt der deutschen Frau ist um 1,63 circa, 1,65. Und ich war weit über den Durchschnitt auf jeden Fall. Und ich war auch mit meinem Körper, vom Außen war ich immer total zufrieden. Selbst meine Eltern, die haben auch immer gesagt, Mensch, Theresia, ich kann das nicht verstehen, was mit dir passiert ist. Und man muss natürlich die Hintergrundgeschichte dazu verstehen, warum das eigentlich alles stattgefunden hat. Ich bin damals, als ich 23 war, habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt. Den du dann bei Heidi geheiratet hast. Richtig. Das muss man verstehen, diese Hintergrundgeschichte. Und ich war zu dem Zeitpunkt, mit 23, war ich noch im Studium. Ich habe evangelische Theologie und Geschichte auf Lehramt studiert. Und war aber an einem Punkt angelangt, wo ich emotional in so einem tiefen Loch war. Also um nicht wirklich zu sagen, wirklich in tiefen Depressionen steckte zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und mein eigenes Selbstwertgefühl, mein eigenes inneres Ich komplett klein mit Hut war. Ich hatte damals zu Schulzeiten sehr, sehr schwierige Zeit hinter mir mit, gemobbt. Mit Mobbing. Genau, das war, weil ich sehr auffällig war, sehr bunt war. Bis das Mobbing anfing, auch sehr gut in der Schule war. Habe dann noch Klavier nebenbei gespielt, Gesangsunterricht genommen. Sehr vielfältige Sachen gemacht und auch Freude daran gehabt. Bin auch gerne zur Schule gegangen. Und dann kamen die ersten Hürden, als ich merkte, du wirst so nicht akzeptiert, wie du bist von außen. Und ich habe es immer, ich konnte dieses Rebellische in mir, war immer das, ich möchte aber das, was in mir steckt, nach außen hin zeigen. Und ich habe gemerkt, das kommt aber bei anderen nicht an. Also hat mir die Anerkennung wieder gefehlt. Die Anerkennung hat mich dann so stark in eine Depression hineingebracht, dass ich über Jahre hinweg einfach auch nach der Schule noch im Studium Schwierigkeiten hatte, auch mit meinen Mitstudenten umzugehen. Ich meine, evangelische Theologie und Geschichte, da weiß man ja, dass die nicht so alle aussehen, so bunt wie ich. Ja? Das finde ich aber auch wichtig, und dass wir das alles hören, weil du erfährst ganz viel Gegenwind auch mit deiner Geschichte. Ja? Sehr, und ja. Vielleicht erklärst du damit natürlich aber auch, Moment Leute, nicht gleich urteilen und bewerten, sondern richtig. Das hat ja einen Hintergrund. Du würdest heute sagen, mit dem Wissen um diese Schmerzen alleine würdest du es nicht mehr tun. Aber würdest du heute, wo du vielleicht auch gefestigter bist, würdest du dann doch noch mal auch 14 Zentimeter mehr draufpacken wollen? Nein, ich sage es immer auch in dieser Richtung, wenn mich jemand fragt, Theresia, bereust du es? Mhm. Ich sage, nein, ich bereue nichts in meinem Leben. Das tue ich nicht, weil das hat mich heute zu dem, nicht nur das, also alles, was ich erlebt habe in meinem Leben, ob positiv oder negativ, hat mich zu diesem Menschen heute gemacht. Vor allen Dingen auch negative Erfahrung prägt auch mehr, weil man lernt dadurch. Wenn mich aber jemand fragt, Theresia, würdest du es heute nochmal machen? Aus der heutigen Sicht. Mhm. Im Leben nicht. Und erst recht nicht für einen anderen Menschen oder für einen anderen Mann. Weil du sagst, dass dein Ex-Mann damals gesagt, also dem reichte das eigentlich nicht, was er da... Nein. So wie du warst, hat es ihm nicht gefallen. Er hat dich auf die Idee gebracht, Mensch, du könntest eigentlich auch noch ein paar längere Beine. Idiotischste Idee. Kim, das fing ja alles so an. Du musst es dir so vorstellen. Du kommst mit einem Mann, du bist 23. Dein Ex-Partner ist... Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Heute ist er 58. Naja, der wird nächstes Jahr 60, ach Gott. Ja, also naja, ich war damals 23 und er war 28 Jahre älter als ich. Und ist immer noch 28 Jahre älter. Jedenfalls, ich war noch zu dem Zeitpunkt ein sehr junges Mädchen, auf der einen Seite sehr innerlich gebrochen und habe mir nichts Sehnlicheres gewünscht als einen Menschen, der mir die Liebe und Anerkennung gibt. Endlich mal
das zu sein und das nach außen hin zu geben, so wie ich bin, ohne mich verändern zu wollen. Das war mein größter Wunsch. Und ich sage es, es klingt komisch, ich hätte zu diesem Zeitpunkt damals, hätte ich jeden genommen, der mir dieses Gefühl gegeben hätte. Da war also das Bedürfnisloch sozusagen und das genau. hat er gefüllt. Das hat er gefüllt. Es ging gar nicht mehr um ihn. Man lernt diesen Menschen kennen und er war auch Zucker, ja, er ist charmant, er konnte reden, also... Alles das, wenn man als junge Frau auf so einen Menschen trifft, was gefundenes Fressen letzten Endes auch ist. Und dieses Gefühl, so beherrscht zu werden, am Anfang positiv, was aber was das Wort herrschen schon sagt, dass es nicht gesund ist, sondern dass es wirklich von außen gesteuert ist. Und du merkst, er sagt dir relativ schnell nach einem Monat, ja, Theresia, um ehrlich zu sein, bist du eigentlich gar nicht mein Typ. Und ich so, warum bist du denn mit mir zusammen? Ja, also, könntest ein bisschen größer sein. Ich sage, was? Und das ist jetzt ganz kurz komprimiert dargestellt, diese Geschichte. Aber es hat etwas in mir bewirkt. Er hat es so weit in mir getriggert, dass er es immer wieder ansprach. Und irgendwann kam die fixe Idee dieser Beinverlängerung. Und ich sage immer diesen Satz und ich schwöre bei meiner Oma, ich wusste genauso wie viele andere Menschen vorher nicht, dass es diese Beinverlängerung überhaupt gibt. Ich wusste es nicht. Ja, also die wird ja auch, ich weiß nicht, so selten gemacht, Herr Grönemeyer, also wenn Beine unterschiedlich sind, allenfalls ja. Also ganz selten. Ich glaube, weißt du, das ist so spannend und so schrecklich eigentlich zugleich, dass ich dich einfach eher schützen möchte und gar nicht sagen will, komm, lass uns dann noch tiefer und noch mehr drüber reden. Nein. Was ich nur, du bist heute, wie geht's dir heute? Es ist wirklich so, dass ich nach dieser, also es war ja die erste OP 2016 und die zweite OP war letztes Jahr. Und viele fragen mich heute, ja, warum denn nun die zweite OP? Naja, anatomisch war es einfach notwendig. Ich habe das gemerkt, was es mir für Schwierigkeiten schon allein beim Rennen gegeben hat. Die erste OP war im Oberschenkel, die Wadenmuskulatur war einfach zu kurz. Und wie geht es mir heute? Mir könnte es eigentlich heute nicht besser gehen, nachdem ich wirklich erfolgreich von meinem Ex los bin und mein jetziger Freund, den ich wirklich schon sehr, sehr viele Jahre kenne, dich da auch unterstützt hat, der mich da extrem unterstützt hat, mit meinen Eltern zusammen, denen ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür bin, weil wir hatten auch schwierige Zeiten und heute kann ich meine Eltern verstehen, warum sie damals so gehandelt haben. Theresia, das tut mir so leid, du merkst, wie ich mich hier winde. Und ich glaube, deine Geschichte, die können wir zusammenfassend nochmal sagen, dass es auch bei MDR Jump auf jeden Fall. Der Liebe, dass man es da auch nochmal, wie du da auch genau rauskommst. Gerne bei YouTube reingucken und da findet man beim Fundbüro der Liebe die Geschichte dahinter, die nochmal kompakter ist. Und das hat mich auch bewegt, das muss ich noch sagen, dass ich nie wieder, das habe ich gelernt daraus, nie wieder das einem anderen Menschen oder für einen anderen Menschen etwas mache, was in meine eigene persönliche Privatsphäre hineingeht, in meinen eigenen Körper, in mein eigenes Grundgefühl, meine eigene Psyche. Weil wenn dir jemand sagt, du bist nichts, du kannst nichts, dann muss man das wirklich weiter überdenken und letzten Endes sich auch vielleicht professionelle Hilfe nehmen, wenn man selbst vielleicht nicht mehr an sich glaubt. Weil das ist nichts Schlimmes und das ist wichtig, dass man sich dafür heutzutage nicht mehr schämt. Es ist ganz normal und menschlich, auch diesen Schritt zu gehen. Theresia Fischer. Danke dir.